Weiter geht's in der dunklen Höhle auf Terror Island und ich hoffe ganz ehrlich, dass der Name der Insel nicht alle Ehre macht. Ein bisschen creepy ist hier unten schon, aber wir haben ja eine Lampe und eine Menge Mut und mit dem stürzen wir uns jetzt in das Labyrinth, das wir nicht betreten sollten, weil wir vermutlich nicht mehr rausfinden. So wurde zumindest gewarnt, ob das Ganze uns auf der Suche nach einem der 5 goldenen Schlüssel weiterhilft, das weiß ich auch noch nicht, aber das werden wir sehen. Also, einmal rein. Was haben wir denn da? Da haben wir Gänge, da haben wir Symbole. Und es wird irgendeine Logik geben, die ich jetzt noch nicht kenne. Aber guck mal, da liegt ein Zettel. Lesen wir mal, oder? Die Suche nach der großen Reise neigte sich dem Ende zu. Und Reginalds Nase schmeckte den Frühling, der mit der Meeresbrise kam. Oh, wenn es nur wieder Land gäbe. Hier ist auf jeden Fall ein Symbol. Und... ja, das ist dieses hier. Wir gehen da einfach mal lang. Aber ist jetzt auch schon wieder egal. Es gibt noch viel mehr Symbole. Es gibt viel mehr Wege und es gibt noch einen Zettel. Hier. Ihre letzte gemeinsame Sommernacht war heiß, grell, schwül und... Die Nacht war lang, aber nicht lang genug, denn der Morgen kam zu früh, als er die Segel setzen musste. Okay, war wieder ein Symbol drauf, aber was es mir hilft, weiß ich nicht. Hier geht's weiter. Ein bisschen Schnitzeljagd, oder? Was haben wir jetzt? In diesen klaren Herbstnächten auf See schwankte das Schiff, nass und schaukelnd, und doch klopfte in den Kojen unter Deck niemand an. Okay, nächstes Symbol hier, ne? Wo gehen wir hin? Uff. Hier ist noch ein Zettel. Und ich denke mal, dass es dann 5 geben wird. Jeder Sonnenaufgang und Mondaufgang im Meer erinnert mich an dich. Diese beiden Kugeln, die am Winterhimmel tanzen, signierte er den Stift in der Hand. Den Stift in der Hand. An eine Frau denkend. Okay, lassen wir mal so im Raum stehen. Wieder ein Symbol. Ja. Da ist noch einer. Wunderbar. Der Frühling kam mit voller Wucht. Die Blumen gähnten, die Bienen schwärmten aus. Da sie wusste, dass er in der nächsten Saison zu seiner großen Reise aufbrechen musste, versuchte sie vergeblich, es zwanglos zu halten. So, wir haben 5 Zettel. Ich denke, mehr kommen nicht. Jeder hat ein Symbol. Und ich denke, wir müssen die irgendwie in eine Reihenfolge bringen und dann in dieser Reihenfolge diese Symbole ablaufen, oder? Was haben wir denn? Also, hier hat mir die letzte gemeinsame Sommernacht. Es ist ein Paar, das getrennt wird, weil er auf eine Reise geht. Die letzte Sommernacht. Hier Herbst. Da ist er auf dem Schiff. Hier ist das Ende der Reise. Da kommt der Frühling. Das ist der Winter. Das sieht aus, wie als wäre es auf der Reise. Also wäre das hier die 1, die 2, die 3, die 4. Und hier der Frühling kam mit voller Wucht. Die Blumen gähnten, die Bienen schwärmten aus. Das war vor Reiseantritt. Also ist das die 1. Das die 2, das die 3, das die 4, das die 5. Also erst dieses Symbol, dann das hier, dann das, dann das und dann das. Nehmen wir mal gerade einen Zettel und einen Stift. Könnt ihr auch gerade machen. Und könnt das mal mitzeichnen. Kleinen Moment. So, die ersten 3. Nochmal, das habe ich. Das habe ich. Das habe ich. Jetzt kommt dieses hier. Und dann das hier, was auch immer das ist. Okay. Probieren wir es mal aus. Also, wo sind wir denn? Hier fangen wir an.
Und jetzt hätten wir das hier. Ja. Und jetzt gibt es dieses Auge im Dreieck nicht. Okay. Gehen wir mal hier lang. Jetzt gibt es das auch nicht. Jetzt können wir hier wieder von vorne beginnen. Okay. Hier geht es auch nicht weiter. Okay, jetzt ist hier wieder dieses Dreieck, aber eigentlich müssen wir durch dieses. Durch dieses hier. Und das haben wir jetzt nicht, das hier, ne? Ich bin gespannt, ob ich jetzt überhaupt noch den Ausgang finde hier. Das ist das vierte. Das hier ist das vierte. Das hier wäre das fünfte. Ja, das hier ist das zweite. Guck mal, hier geht's wieder los. Das wäre das erste. Und das zweite haben wir wieder nicht. Dann probieren wir es nochmal hier. Das gibt es nicht. Und das ist das vierte. Super. Das klappt so nicht. Das wäre das zweite, das hier das dritte. Wir nehmen mal den Weg. Wieder das hier. Das gibt's nicht. Und das ist das erste. Das ist das dritte. Das gibt es nicht. Also machen wir anders. Wenn das hier das erste ist, dann müssen wir von hier kommend nach da zum zweiten. Jetzt ist hier aber eins dran, das es nicht gibt. Das hier wäre immer noch das zweite. Das ist das vierte, das ist das erste. Das ist auch noch das zweite. Vielleicht klappt das irgendwie so. So, und hier waren wir doch schon mal, oder? Himmel, Herrgott. Ja, Ruhe. So klappt das nicht. Vielleicht müssen wir immer durch den Gang gehen, der ein Symbol hat, das nicht bei unseren fünf dabei ist. Das wäre in diesem Fall dieses hier. In dem Fall das hier. Jetzt dieser Gang. Nochmal der hier. Ja, und jetzt geht die Logik auch schon nicht mehr auf. Wäre jetzt wieder das hier. Jetzt sind wir wieder da, wo wir herkommen. Ja, super. Also, wir checken nochmal, ob ich das richtig aufgezeichnet habe. Das hier ist das erste vor der Reise, das passt. Dann die Sommernacht, die letzte, das passt auch. Dann Herbst auf dem Schiff, passt auch. Winter auf dem Schiff und Frühling kommt. Hab's richtig aufgezeichnet, keine Ahnung. Was machen wir jetzt? Was haben wir denn hier? Wir haben die Lampe, wir haben das Hühnerfutter, jawohl. Limetten. Die entschlüsselte Karte bringt mir nichts. Das Schild, das war das von der Eingangstür. Schauen wir mal an. XYZZY. Ach. Wow, neat. It's magic. Jetzt hat es uns wieder rausgebeamt, okay. Jetzt nochmal rein. Das interessiert mich jetzt. Vielleicht muss man nach diesem irren Hin- und Herlaufen das Ding wieder resetten. So, gucken wir mal. Das wäre das Erste. Jetzt hätten wir hier tatsächlich das Zweite. Das Dritte, das passt ja sogar. Was haben wir hier? Das Vierte. Und? Ja, so haut's hin. Tatsache, da sind wir. So, was haben wir denn hier? Gekritzelte Nachricht. The pit of agony lies ahead. That's promising. Okay. Ich sehe nichts weiter. Können wir denn irgendwie ein Seil an die Lampe machen? Nee, haben wir gar nicht, ne? Irgendwie was schnitzen, um hier. Ja, hier drüben mal hinleuchten zu können. Nee.
Wasser springen. Sollte ich das tun? Okay. Here goes. Er tut's. 8 Minuten Zeit, alles klar. Oh no, the lamp is going out. I should have seen that coming. Water, fire. Ja. Und jetzt sehen wir hier gar nichts. Gar It's nichts. Dark in here. Er läuft auch nicht. Help me. Ja, ist doch gut. Hopp. XYZ. Help. Ich glaube, wir brauchen eine andere Lampe. That was a close one. I have to remember that fire doesn't burn underwater. Genau, wir brauchen eine andere Lampe und ich glaube, wir sollten jetzt It's hier noch nicht hard sein. To tell the flora from the fauna. Alles klar. Dann macht ihr mal anders Gedanken über Tier und Pflanze, aber nicht jetzt. So. Ich mag das. Solche Rätsel gab es ja auch schon, glaube ich, mit so Labyrinth bei Zack McCracken. Ah, ich glaube bei Crowns and Pawns war auch so eins drin. Mega. Wisst ihr was? Wir hauen jetzt hier einfach ab. Die Insel ist mir jetzt noch ein bisschen zu blöd hier. Und wir gucken mal, was nördlich des 19. Breitengrades noch so passiert, ne? Was haben wir denn hier? Barebones Island. Gehen wir mal hin. Stay back! I can see you! How did you find me? I just sailed up and here you were. Who are you? I'm Guybrush Threepwood, Mighty Pirate. Are you alone? Do obnoxious talking skulls count? No. Then yes, I'm alone. Okay. I heard that. I'm Ned Filigree, accountant. I don't mean to be rude, it's just that I'm in hiding. Ach so. Who is it you're afraid of? Well, have you heard of Stan S. Stanman? The name sounds familiar. Thank goodness they locked him away on Bermuda. He'll be chipping ice in the quarry for a long, long time. I can't help but be nervous, but actually, I guess I've got decades before I really have to worry about it. Ja, der ist doch so nett, der Kerl. Wie kann man da Angst haben? How come you're afraid of Stan? He's always struck me as pretty harmless. Except economically. Sure, but you never can tell what someone like Stan will do. He's got no moral center. There's that term again. Like I said, I'm glad he's safely stuck in the Bermuda quarry for a good long time. Gut, ist ziemlich gut in Mathe, huh? You must be good at math. I'm a creative accountant. Math doesn't really enter into it. You any good? Don't judge me by where I live. I've just had a few setbacks. It's all I can afford right now, but it's temporary. Okay. So genau steck's ihm auch noch an den Hut. I'm on a quest to recover the secret of Monkey Island. That's a good move. I've heard the secret is a one-of-a-kind intangible, which means you can assign it whatever value you want to. Also, since it's very old, you can claim a lot of depreciation. Wait, are you trying to tell me I'm gonna have to pay taxes on the secret? Not if you're smart about it. Na gut, okay. Der Typ hilft mir ja gar nicht, ne? I'm gonna explore the island a little bit. Holler if you find anything interesting. Ja. Eine Quizkarte. He's not coming. Haben wir doch schon was. Das erste Spiel, das das Scum-System, für das das Scum, oder das das Scum-System verwendete, war Maniac Mansion. Jawohl, das wusste ich sogar. Noch vor der Karte. Jetzt baut mein Ego wieder ein bisschen auf. So, hier, eine Schatztruhe, wir haben zwei Schlüssel. Alles klar. Can I have the picture? No, that would be weird. Na gut, wenn du meinst. Mir ist das hier auch ehrlich gesagt ein bisschen zu blöd. Oh, nett, no. Ich gehe wieder. No, ja, ist mir zu blöd. Halt, ship. If that's what you can call that. Ja. I made it myself. It's a source of pride. This is a scurvy inspection point. The law requires that you're carrying limes before I allow you to proceed north. Here, look, I have limes, see? Gott sei Dank war ich da schon. North, you'll have to fill out a customs declaration form. Name? Ja, hier, so. Guybrush Threepwood. Fill this out and be completely honest. Machen wir. Sind Sie ein Pirat? Ja. Take Island letzte 6 Monate? Nö, oder?
Haben Sie Frage 2 beantwortet? Ja. Limetten haben wir. Mitglied der Piratenpartei? Nein. Haben Sie Frage 4 angekreuzt und nicht Frage 6? Ja. Werde weder 27 noch 28. Oh Gottchen. Das werden wir sehen. Großes Vieh? Nein. Mehr als 10 oder weniger als 3 Bananen? Ja, weniger als 3 sind 0. Haben Sie 7 nicht angekreuzt? Nein. Arg, ja. Wenn Sie 9 angekreuzt haben, haben Sie nicht 2 angekreuzt? Habe ich nicht. Waren Sie im Winter noch nie auf Bermuda? Stimmt, war ich nicht. Wie viele Bäume fällt am Biber so im Jahr? Woher soll ich das denn wissen? Kann ich hier nur einen Haken setzen? Ja, dumm. Haben Sie noch nie eine Verkleidung getragen oder ein Pseudonym verwendet? Das können wir nicht abhaken. Ist die Antwort auf 13 und 9 eine Lüge? Nein. Tragen Sie keine Limetten bei sich? Nein. Wenn Sie Frage 1 angekreuzt haben, überprüfen Sie, ob Sie Frage 29 angekreuzt haben. Kreuzen Sie das ja an. Haben Sie jemals ein unbezahlbares Artefakt zerstört und sind damit davongekommen? Ja, klar. Bin gerade dabei, ein Zollformular auszufüllen? Ja. Denke also, bin ich? Ja. Der Nordstern ist im Süden? Nein. Kann bestätigen, dass ich Frage 11 falsch beantwortet habe. Haben Sie 7 nicht angekreuzt? Nee, kann ich nicht bestätigen. Das macht mich ja kirre. Ich höre keine Quizkarten mit. Und auch nicht. Fragen 2, 3, 5, 7 und 11 sind Primzahlen, das stimmt. Sie haben eine ungerade Anzahl von Fragen angekreuzt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Nö, habe ich nicht. Kreuzen Sie das hier an. Kreuzen Sie das an, wenn Sie 25 nicht angekreuzt haben. Kreuzen Sie das nicht an, wenn Sie Frage 29 nicht angekreuzt haben. Arg! Ich bin Guybrush Threepwood, schwöre feierlich oder bestätige, dass ich diese Fragen wahrheitsgemäß beantwortet habe. Wir unterschreiben. Jawohl, machen wir. Alright, let's see how you've done. Well, we have a problem right off the start. We don't allow pirates on Bermuda. I'm going to have to request that you leave these waters immediately. Does it help if I'm a mighty pirate? No. Oh Mann. Wie oft muss ich diesen Schwachsinn jetzt noch machen? Back so soon? To proceed north, you'll have to fill out a customs declaration form. Name? Oh. Guybrush Threepwood. Fill this out and be completely honest. Ich bin kein Pirat. Ich war nicht auf Blake Island. Ja, habe ich beantwortet. Ja, tun wir. Können wir nicht sein? Dürfen wir nicht sein? Ja. Ach hier, ich werde weder 27 noch 28. Gut, dann müssen wir auch gucken, dass wir es nicht tun. Pi, nein. Weniger als 3 Bananen, stimmt. Haben Sie Nummer 7 nicht angekreuzt, stimmt nicht. 12 kreuzen wir an. 9 haben wir nicht angekreuzt. Waren Sie im Winter noch nie auf Bermuda? Ja. Das mit dem Biber ist mir vollkommen egal. Das... Ich mach mal hier, weil das wird mir auch als Piraterie ausgelegt. Ist die Antwort auf 13 und 9 eine Lüge? Nein. So, das können wir auch übergehen, die 17 und die 18. 1 haben wir angekreuzt, haben wir nicht angekreuzt. Gut, 29 kreuzen wir auch nicht an.
Also 20 lassen wir auch mal. Zollformular machen wir. Ich denke, also bin ich. Der Nordstern ist im Süden. Weil man ihn vom Norden aus sieht. Ja, gut, wegen mir aus. 11 falsch beantwortet. Nö. Oder müssen wir das machen? Kann bestätigen, dass ich Frage 11 falsch beantwortet habe. Haben Sie 7 nicht angekreuzt? Bestätige das nicht, nein. Ich führe keine Quizcard mit, ich führe welche mit. So, das sind Primzahlen. 27, 28, 29 machen wir nicht. 30 auch nicht. Kreuzen Sie das an, wenn Sie 25 nicht angekreuzt haben. Kreuzen Sie das nicht an, wenn Sie Frage 29 nicht angekreuzt haben, ja. Arc und hier Guybrush und bitte. Alright, let's see how you've done. Good answer. Interesting you would check that one. Good penmanship. Okay, this looks in order. You may proceed with full approval of the Bermuda Port Authority. Um Gottes Willen, ich habe gedacht, das muss ich jetzt 10.000 Mal machen, bis ich es gerafft habe. So bitte. Eine dreieckige Insel. Ach, wie schön. Bermuda halt, ne? Und was nun? Da. Irgendwie fehlte mein Mauszeiger. Hier, das riecht furchtbar. The bucket filled to the brim with rotten fish bones. Ach, wie schön. Will ich nicht haben, oder? Nee. Seht ihr irgendwo eine Quizkarte? Nö, ne? Warm. Warm ist gut. It's amazing they stay lit in this weather. Spitz? Ist nicht gut. I'm staying far away from this. It's a very regal looking ice sculpture. Fangen wir hier an. Beim Rathaus. It's locked. Maybe I'll come back later. Ging schnell. Okay. Hab so ein Déjà-vu. Hier waren wir doch schon mal irgendwann, oder? So. Dritter Teil? Dritter Teil, oder? The Curse of Monkey Island. So, wir haben irgendwo der Schuldschein. Die Karte, wo ist der Bescheid? Die Seekarte. Da haben wir es. Nachlassungsverfügung, bitteschön. I submit these official-looking documents to the court, seeking a reprieve from destruction. Order! Order in the court! Upon review of said order, the court finds that due to procedural backlog, the listed items have not been destroyed. Except for the fancy box that Brad from accounting took. The legality of the aforementioned document having been presented is verified. Presenting pleadant may therefore take possession of said items. Nein. I have no idea what you just said, but thanks for the key. Order! Order in the court! Outbursts of thanks will not be tolerated. Gut. Können wir die Lampe wieder anmachen, wenn wir hier gerade ein Feuer haben? Den ersten haben wir. Das ist doch schon mal was. Okay, it's lit. Ist noch irgendwo eine Quizkarte versteckt? Da, guckt mal. Now there's someone I've got to meet. Das ist die Bella Fischer. Wie kommen wir denn daran? Wir müssen mit ihm reden, oder? Order! Order in the court! I am going to cite you for contempt of court for not asking permission to approach the bench. Na gut.
I humbly apologize. May I approach the bench, Your Honor? You may approach the bench. Court is now in session. Judge Plank presiding. How do you plead? Unschuldig. Innocent. Janu. Das Verfahren wurde eingestellt, als der Zeuge wegen der Plakatfälschung nicht auftauchte. Machen wir das hier. I never blew up that fort. No gunpowder residue was ever found. Order! Order in the court! Quiet on the gallery, or there will be arrests. Okay, okay, okay. Ach, ja, Monkey Island, warum nicht? Did I mention I am searching for the secret of Monkey Island? Until it becomes a legal matter before the court, it is of no interest to me. Although, I do remember a case several years back where the secret was claimed to be a fraud and a scam to sell computer games. I believe that was settled out of court for a substantial sum. Okay. Also hier, was haben Sie falsch gemacht, um diese Ernennung zu erhalten? What did Your Honor do wrong to get this appointment? Never beat a Supreme Court justice in cribbage. Okay. Your Honor, do you have to buy your own robes? Or are they court-appointed? Order! Order in the court! If I don't get order, I am going to clear the court! Ist ja gut. Ja, wir machen weiter, genau. Your Honor, are you wearing pants under that robe? Please remember that you're under oath. Order! Order in the court! If I don't get order, I am going to clear the court! Okay. That is all, Your Honor. Court is adjourned! Wie kommen wir hier oben dran? Now, there's someone I've got to meet. Dann gehen wir mal raus, gucken, was wir hier noch so finden auf der Insel. Da gibt es ja noch ein Inselzentrum. Ach, wie schön. Ja, sehr übersichtlich. Das Eisschloss und hier haben wir den Eissteinbruch. Ne? Da erwarte ich ja jemanden anzutreffen. Und wieder hier, guck mal, diese komischen Haken, Angelhaken. Schauen wir uns erstmal um. Hier geht nichts. Do not approach the gate, please, sir. Na gut. What's that thing? Nothing. Hi. Any chance I could get inside the quarry? Not many try to get in here. Just out. What's the purpose of your visit? Eine Führung, genau. Nee, wir wollen jemanden besuchen, oder? Eishändler. Eishändler ist besser. Investigating supply possibilities. You'd have to take that up with the head office, which is not inside the quarry. The only people allowed inside are the prisoners. And also, I suppose, people visiting the prisoners. Nein. But no one ever does that. Okay, ich will. I'd like to visit a prisoner, please. We do have a visitation policy, but it's quite strict. Who are you here to see? Stan. Stan. We do have a Stan. I'm a little surprised he'd have a visitor. Can you prove you know him? I can describe him. Loud jacket. Never stops moving his arms. Or his lips. That does sound like him. But I'm supposed to see some actual physical evidence. Just bring me something that shows you two have ever been in a room together. That Die way, Zahnbürste. I can tell my boss that I did my job. Die Zahnbürste ist es. Die ist es nicht. Hier, das ist es. As prisoner Stan, anyone could get a picture of him. It doesn't prove anything. Schade. Wie machen wir das jetzt? Beweisen, dass wir in einem Raum waren. It's old and the bristles are frayed, but it does resemble a toothbrush. Nun, da fehlt mir tatsächlich die Idee. Vielleicht können wir das hier kombinieren.
wir es mal so. Oder ich muss ein Foto von mir da reinbringen. Hey, that is prisoner Stan with the famous Governor Marley. I didn't know he was such a player. Ändert nichts, ne? Ändert gar nicht. Müssen wir sie rausnehmen? Ja. Auch ein Bild von mir. Wo kriege ich das her? Gut, werden wir noch rausfinden, würde ich sagen. Das hilft mir nicht, ne? Die Zahnbürste kriegen da nicht reingefummelt, das macht auch keinen Sinn. Leute, dann würde ich sagen, machen wir hier Schluss für heute und müssen beim nächsten Mal gucken, wie wir ihn überzeugen, dass wir Stan tatsächlich kennen. Naja, einen Schlüssel haben wir schon mal, das war schon mal ein ganz guter Schnitt, würde ich sagen, aber vier fehlen noch. Insofern, da liegt noch eine Menge Arbeit vor uns. Machen wir das nächste Mal dran weiter. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis dann, euer Matze.